Hey, liebe Pfeifenfreunde. Ja, willkommen hier aus unserem Wohnzimmer. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal dazu, wenn ich meine Tabakbar räume und wieder voll mache. Bei mir ist es so, alle 4 Wochen tausche ich die Tabake aus. Ich habe so 10, ach 10 sind es gar nicht, 4, 6, 8, ja, so bestimmt 15, 20 Tabake in meiner aktuellen Bar. Und dann hole ich hier meine Kisten runter. Also erstmal hier ein Bild von meiner kleinen Tabakbar. Die ist in so einem kleinen Bauernschränkchen drin. Und hier sind die beiden Kisten, die ich runtergeholt habe. Die sind quasi meine aktuellen offenen Tabake oder Tabake, die ich zukünftig aufmachen möchte. Und jetzt tauschen wir mal ein bisschen die Tabake aus. Da seht ihr, Wanda geht es auch ganz gut. Die hat sich nach drinnen verzogen. Ein bisschen die Kühle hier genießen und mal gucken, ob sie wach wird. Wanda? Wanda? Komm mal her. Da ist. Komm mal her. Komm mal her. Guck mal in die Kamera hier. Wanda, guck mal. Da. Das reicht schon. Das legt sich zu mir. Sehr gut. ja, dann zeige ich euch mal, was aktuell in meiner Bar ist und was raus muss. Oder vielleicht raus muss. Dark Strong Kentucky, die Peter-Heinrichs-Variante. Weiß ich noch nicht, ob die raus kann. Das ist eigentlich auch so ein Tabak, den ich eigentlich immer rauche, wenn ich nicht weiß, was ich rauchen soll. Asmara. Der bleibt, glaube ich, auch drin. So, die beiden fliegen sowieso raus. Das ist einmal der Hour of Silence Nummer 3 und der Olaf Paulsen. Der Hour of Silence, der geht zum Andreas Kaschny, nur zur Information. Der ist ja Fachpersonal für Aromaten und er wird dann auf jeden Fall auch ein Review dazu machen und da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Hier bei dem weiß ich noch nicht, was wir da so machen. So, dann haben wir den Dark Wood Scenery. Der wird in ein Glas gepackt und erstmal verstaut. Davon habe ich jetzt ein paar Pfeifen geraucht. Ist super. Hier habe ich noch den Dannebrog, eine volle Dose, die kommt auch weg. Oben habe ich noch so eine kleine Tabakbar. Und ja, der kommt dann auf jeden Fall erstmal in die Kiste. So. Dann habe ich hier den Gavith & Hogarth Louisiana Flake. Der kann auch mal wieder weg. Ich zeige euch mal. Schöne. Also ich habe den gekürzt, also ungefähr ein gedrittelt. So kleine Fleckscheiben und ja, der kann auch erstmal weg. Jetzt, wo es wärmer wird, brauche ich die etwas härteren Virginia Perique und da kommt auch Melataghia ins Spiel. Im Gegensatz zu den meisten anderen, die dann irgendwelche Aromaten rauchen, das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. So, dann haben wir hier, ich weiß gar nicht, ob ihr was lesen könnt, Vanilla Roll Cake von McBaren. Sehr lecker. Den brauche ich erstmal auch nicht. Dann der Free Minds Nummer 1. Der bleibt auf jeden Fall. Von dem habe ich bis jetzt erst eine Pfeife geraucht. Ja. Urteil kommt noch. Pink Villa. Den lassen wir auch drin. Der ist auch super bei dem Wetter. Da habe ich manchmal richtig Lust drauf. Und jetzt habe ich gar keinen Pfeifen. Habe ich einen Pfeifenstopfer dabei? Ich muss mal schnell schauen. Ja. Einmal hier Peter Heinrichs Nummer 211. Den hatte ich hier runtergepackt, aber ich habe den gar nicht geraucht. Ich glaube, das ist ein Balkanblend. Ups, sorry. Ein Balkanblend mit Zigarrenblatt. Oder nur Balkan. Mal gucken, den brauche ich jetzt gleich. Bleibt auch erstmal hier. Hier oben zu den Tabaken, die ich noch rauche. Dann einer meiner All-Day-Favorites, der Tigray. Da ist nicht mehr viel drin, den habe ich mir nicht vorgenommen, leer zu rauchen. Ah, ne, hier ist noch die Hälfte der Dose, der kann auch erstmal weg. Dann die King Charles Mixture, die kann auch erstmal weg. Jermaine Special Latakia Flake, ganz volles Glas. Brauche ich eigentlich jetzt
auch nicht mehr. Was haben wir hier noch Schönes? Genau, den muss ich auch noch einpacken. Das ist der, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, der RV-Plug. Ich glaube, das ist mein letzter Rest. Aber ich muss auch sagen, die Charge, die war sehr mild im Aroma. Den packen wir auch erstmal weg. Kann weg. Dann Director's Cut. Der muss noch bleiben. Da habe ich die Dose fast zu Ende geraucht. Ja, da habe ich noch 3-4 Füllungen. Ist auch so ein guter Abendblend. Schön würzig, lecker. Also top Tabak. Auch noch zu denen, die bleiben. So. Dark Red Loose von Achim Frank. Der kann auch erstmal weg. Dann habe ich hier, ja, da komme ich auch irgendwie nicht zu, den muss ich auch mal eintüten. Tim's No Name Gold. Das ist ein Virginia Flake, der meiner Meinung nach ein bisschen aromatisiert ist. Schmeckt, riecht so ein bisschen nach Pfirsich, Aprikose, aber nur ein ganz zarter Hauch. Kann auch erstmal raus. So, was haben wir denn noch Schönes hier? Peter Stockerby's Luxury Bullseye Flake. Der kann auch erstmal weg. Der ist mir jetzt ein bisschen zu leicht. Ich zeige euch mal hier die leckeren Curlies. So sieht es da drin aus. Wie sind die ganzen Gläser leicht beschlagen, aber wahrscheinlich durch die Temperatur, die jetzt hochgegangen ist. So, dann Strang. Da habe ich ein bisschen was von dem Strang klein geschnitten in so kleine Curlies, beziehungsweise kann man sehen, ist von dem allerersten vor, ich glaube, 1,5 Jahren, 2 Jahren. Und mittlerweile ja, kann man den ganz gut rauchen. Ist ein bisschen runder geworden, nicht so kantig und eben trockener. Der war ja klitsche nass. Der bleibt. So, was haben wir denn noch Schönes hier? Genau, der Stonehenge Flake ist ja quasi fast dasselbe wie der Louisiana Flake. Da habe ich auch noch ein bisschen was drin. Den können wir hier lassen, den rauchen wir weg. Es ist richtig befreiend, wenn ein paar Dosen leer werden. So. Dann als nächster der Dark Flake Aromatic. Das sind diese Dosen, die ich bei Amazon gekauft habe. Hier irgendwie 10 Stück, 15 Stück. Und ja, habe ich die Sachen eingetütet. Ist eher so ein Wintertabak, auch wegen der Stärke. Der kommt auch erstmal weg. So, dann Brown Flake Aromatic. Ah, wundervoller Duft. Ob ich da so reingreifen kann. Hier seht ihr schon die riesigen Flake-Scheiben, die sind einfach hier reingedreht. Na, tun wir den auch erstmal weg. Dann auch ein super Tabak für den Sommer. Samuel Gavith Perfection. Den tun wir auch erstmal weg. Dann ein toller Tabak. Schade, dass es hier kein Pendant von Deutschland gibt. Ist Peter Stockerby's Navy Flake. Ist auch ein Virginia mit einem Hauch Perique. Aber ich glaube, der ist auch gezuckert ein bisschen, also ein bisschen süß gemacht. Und der ist so cremig. Wahnsinn. Aber ich brauche starke Sachen im Sommer. So, dann haben wir hier von Schneiderwind den Banbridge, einen Burley Tabak, Burley und Virginia. Sehr leckerer Tabak, kann ich auch nur empfehlen. Also wem der Navy Flake vielleicht zu viel Aroma hat, also künstliches Aroma, ne, schmeckt so ein bisschen blumig und hat eben dieses McBaron Flavor, dem kann ich den Banbridge empfehlen oder den Staverton, das ist der andere von Schneiderwind. Der hat ein Schokocasing drauf und ja, ist echt richtig gut. Aber kommt auch erstmal weg. Burley ist auch eher so Winter für mich. So, dann einer meiner liebsten Tabake. Ja, viel ist nicht mehr da, aber Balkan Sobrani Mix Match von Sutliff. Echt super. Super Tabak.
Den halte ich mir für gut. Der kommt auch erstmal weg. Und hier meine letzten Reste. Muss man neu beschriften. Bosin Cut Plug. Virginia Burley und Dark Fired Virginia. Zeigeschussmasse und so ein gerissener Flake. So sieht er aus. Nelke, Geranium. Und ja, ist auch ein bisschen stärker, aber jetzt nicht so stark wie der Dark Flake Aromatic. So, der bleibt aber. Was haben wir hier noch? Das ist der Bold Kentucky. Ja, dann wird das langsam wieder die Zeit. So Sommer Kentucky, das passt auch ganz gut. Dann zeige ich das auch hier. Goldene Dose, ein paar Feinde sind noch drin. Goldene Dose, goldenes Inlay, grüne Dose. So. Und somit ist der Schrank leer. Dann sage ich mal bis gleich. Ich werde jetzt mal hier meine Kisten hier. Nummer 1. Und hier die Nummer 2, ein bisschen schwerer. Da sind die ganzen Glasdinger drin, die ganzen Glasbehälter. Und ach, wir machen jetzt keinen Schnitt. Wir machen das einfach live.